Der FC Ingolstadt hat sein Polster aus dem Relegationshinspiel überraschend verspielt und ist nach einer bitteren Niederlage in die dritte Liga abgestiegen. Die Schanzer, die den ersten Vergleich mit 2:1 gewonnen und vor zwei Jahren sogar noch in der Fußball-Bundesliga gespielt hatten, verloren am Dienstagabend das Rückspiel gegen den SVW in Wiesbaden mit 2:3. 1:3, Daniel Kaya 11. und Max Dittgen 30. trafen für die Hessen. Zudem unterlief Ingolstadts Björn Paulsen 43. ein Eigentor, das zwischenzeitliche 1:1 durch Konstantin Kerschbaumer 13. und Paulsens Treffers ins richtige Tor 68. waren zu wenig für den FCI, der zuletzt in der Saison 2019 in der 3. Liga gespielt hatte. Wiesbaden dagegen kehrt nach 10 Jahren in die 2. Bundesliga zurück. Zudem sorgte der SVWW für den 8. Erfolg eines Drittligisten in der Relegation. Nur dreimal hat der jeweilige Zweitligist triumphiert. Wenn es nicht so traurig wäre, müsste man sagen, dass wir zu Unrecht abgestiegen sind, sagte Ingolstadts Mergim Mavrai im ZDF. Wir haben es uns selbst zuzuschreiben. Wir haben nicht mutig gespielt. Man hat nicht gemerkt, dass wir der Zweitligist sind. Ganz anders war die Stimmung bei den Hessen. Ich spüre pure Freude. Es ist Wahnsinn, jubelte Niklas Schmidt. Sportdirektor Christian Hock sprach der Mannschaft ein riesiges Kompliment aus und betonte, das war eine einzigartige Energieleistung. FCI wacht erst nach dem Seitenwechsel auf. Ingolstadts Trainer Thomas Oral hatte im Vorfeld eindringlich vor den Hessen gewarnt. Wenn man sich zu sicher fühlt, kann es passieren, dass es in die andere Richtung geht. Es gibt keine Sicherheit, hatte er gesagt, und doch schienen seine Spieler von der Wucht und Entschlossenheit der Wiesbadener überrascht. Zwar konterte Kerschbaumer das frühe 0:1 durch Kaya E umgehend, doch in der Folge erspielte sich Wiesbaden ein Übergewicht. Nach der Pause drängte Ingolstadt vor 12.420 Zuschauern auf den Anschluss, doch Wiesbadens Torhüter Markus Kolke parierte zweimal stark gegen Dario Lescano, 51. 53. Zudem sorgte der SVWW auch immer wieder für Entlastung. Gökhan Gül hatte die Entscheidung auf dem Fuß, er traf aber nur die Latte, 61. Paulsens Anschlusstreffer leitete eine spannende Schlussphase ein, die für die Hausherren jedoch ohne Happy End blieb. Let's block it's why.